Also das, devote, schwächliche Männer, die keinen Rückgrat haben, die sich freiwillig Frauen und anderen unterwerfen und eigentlich immer nur Ja und Amen sagen, nur um nicht anzuecken und nicht von der behaglichen Mehrheit isoliert zu werden, dass diese Männer sich sehr wohl in ihrer Rolle fühlen, das ist eigentlich offensichtlich. Schließlich hat man es ihnen in ihrer Rolle schön bequem für sie gemacht, indem man typisch männliche Wesenszüge permanent diskreditiert und madig macht. Diese Männer sind sich also ihrer, in Anführungszeichen, moralischen Überlegenheit absolut bewusst. Das grenzt teilweise bei denen schon an eine Art Selbstkasteiung. Und ja, wenn du einer bist, der schon ein bisschen weiter ist und der Hierarchien und Wettbewerb liebt und anerkennt, dann brauchst du dir echt nicht die Mühe machen, diese Männer abzuholen und zu missionieren. Ich bekomme nämlich manchmal bei mir im inneren Kreis die Frage, wie man solche Männer am besten aufwachen kann oder, naja, ihnen zeigen kann, dass sie nur ausgenutzt werden. Ausgenutzt von ihrer Freundin zum Beispiel, ausgenutzt im Job oder in der Schule oder sonst wo. Ja, und das Problem ist, dass ein Großteil von ihnen genau das sogar als Tugend bewertet, als modern und als zeitgerecht eben. Ja, und das ist auch okay, wie ich finde, denn du musst wirklich niemanden missionieren. In vielen Fällen ist es einfach vergebliche Liebesmühe. Also ich habe zum Beispiel von Männern wortwörtlich gehört, dass sie auf sexuell erfahrene Frauen stehen, dass sie sich vorstellen können, mit einer Stripperin zusammen zu sein oder dass eine sogenannte offene Beziehung für sie absolut kein Problem wäre. Seriously, what the f*** are you doing? Ich meine, wie genau oder wo genau, an welcher Stelle willst du diese Leute abholen? Kannst du eigentlich voll vergessen. Und selbst wenn ein guter Freund von dir so drauf ist, dann wäre mein Ratschlag für dich eher, überdenke deine Freundschaft mit ihm. Sowas kannst du eigentlich gar nicht in deinen engeren sozialen Kreis lassen, weil du im Prinzip von vornherein weißt, dass er dich beim ersten Gegenwind verraten wird, was wiederum deine Ehre gefährden wird.